Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K19 und mein GM. Und ich bin echt ein klein wenig euphorisch, weil ich jetzt tagelang nicht aufnehmen konnte. Ich habe mich mit der Erkältung wirklich 1,5 Wochen jetzt rumschleppen müssen. Und dann noch meine Weisheitszähne. Jetzt bin ich gerade eben wieder, sagen wir mal, zu 90% fit und kann aufnehmen. Ich hatte Gott sei Dank, bevor die Erkältung kam, sehr, sehr viel aufgenommen, mein GM. Aber ohne, dass ich das jetzt irgendwie geplant hatte. Deswegen konnte ich mich damit jetzt so ein klein wenig retten bis noch vor ein paar Tagen. Jetzt kann ich wieder aufnehmen. Nächste Woche werde ich jetzt dann wieder operiert. Dann gucke ich jetzt auch wieder, dass ich ein klein wenig vorproduziere. Also ist momentan alles gar nicht so leicht. Aber jetzt kann ich endlich mal wieder aktueller Stand. Die letzte Folge, die ich gedroppt habe, da hat die NBA-Saison noch nicht mal gestartet. Also das ist schon echt ein Weilchen her. Deswegen muss ich jetzt gerade eben auch ganz kurz mal selber reingucken. Was geht bei uns eigentlich ab? D'Angelo, weiß ich. Hab dir selber gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre total wahnsinnig gewesen. Devin Booker, Jabari Parker, Collins, Carter Jr., Adebayo. Hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass der höchstwahrscheinlich meckern wird. Aber da gucken wir einfach mal, wie wir damit zurechtkommen. Portis, Chris Dunn, Terrence Ross. Ja, und dann halt noch so ein paar. Ja, wobei Bellinelli, was ist deine Meinung, eure Meinung zu Bellinelli? Ich finde, dass die 76ers den verloren haben, gar keine so geile Sache. Also der ist einfach ein grundsolider Shooter, den du einfach 10, 11 Minuten reinschmeißen kannst und er droppt seine 50%. Oder manchmal vielleicht sogar besser, manchmal natürlich auch ein bisschen drunter. Ich weiß nicht, also vom Shooting her, 76ers in den ersten Spielen, das taugt mir einfach nach wie vor noch nicht so ganz. Aber mal gucken, wie das bei uns jetzt laufen wird. Gut, dann habt ihr mir geschrieben, ich soll doch mal zeigen, was denn überhaupt so abging in der NBA. Trade. Machen wir Trade? Ja, machen wir Trades. Alle Teams, also können wir mal gucken. Da sehen wir unseren Nee, das ist nicht unser Trade. Was ist das denn? Ach so, das ist bei dem Datum einfach nur. Philly, kein Trade, kein Bulls. Bei uns ist klar. Kemba Walker, D'Angelo, Lotterie geschützt. Ach so, haben wir den von den Jazz bekommen? Bin ich schon gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Zaire Smith und Adebayo ist klar. Devin Booker ist auch klar. Das sind unsere eigenen Trades. Cleveland Cavaliers, Boston, Clippers, Grizzlies. Das ist auch wieder von uns. Das ist auch wieder von uns. Kein Trade in letzter Zeit. Da, ja, Pelicans. Victor Chapman, Bulls. Achso, ja. Also irgendwie anscheinend bloß unsere Trades hier mit drinnen. Das wäre ja irgendwie ein bisschen doof, oder? Verpflichtungen sind alle drinnen. Naja. Okay. Und da werde ich jetzt natürlich nicht alle Teams durchgehen. Können wir mal ganz kurz gucken, ob uns irgendwas ins Auge springt. Wo wir sagen, das ist ein. Was geht denn bei den Cavs ab? Okay. Hansen, Gallinari, Napier, Kaminsky, Waters, Turner. Okay, die haben anscheinend viele Vertragsverlängerungen. Dann bei Boston. Naja, verlängern. Nee, verpflichten. Das seht ihr mal. Weil es steht ja dabei, verlängern Vertrag. Also die Cavs scheinen schon wieder voll im, man kann sagen, Cleveland Cavaliers Mode. Dieser krasse Trade von Anfang des Jahres geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Sowas Krankes habe ich noch nie gesehen. Jaylen Brown verlängert. Okay, ich denke, wir werden da zwischendurch immer mal wieder reingucken, wo denn die ganzen Jungs jetzt landen. Ne? Denn ich glaube, das geht auch mit dem Kader. Funktioniert das ja leider nicht. Weil da die Jungs zwar. Ja doch, wir können zumindest ein bisschen durchgucken. Ne? J.D. Osman spielt jetzt gerade eben ziemlich gut auf. Auch wieder über 20 Punkte getroppt. Der bekommt jetzt natürlich ja auch mehr Minuten und ist natürlich von der Scoring Option jetzt nach oben gerutscht. Dann
Boston, sehen wir Kyrie Irving, Tatum, Hayward. Die haben gegen die Toronto Raptors gespielt. Kann ich auch noch jedem empfehlen. War ein absolut geiles Spiel. Ich habe es richtig, richtig genossen. Alleine dieses Duell, dieses Matchup und Kawhi Leonard auch krass unterwegs gewesen. Dann haben wir die Clippers. Die Clippers haben OKC besiegt. Und Randall, Isaiah Thomas, Gilgeous Alexander, Saric, Bazemore, Richardson, die haben gar kein schlechtes Team am Start. Okay, die Grizzlies. Ey, die Grizzlies sind echt so eins dieser wenigen Teams, die mich einfach null kitzeln. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber wenn man mich fragt, welches Team mich einfach so echt überhaupt nicht kitzelt, dann kann ich echt sagen, die Grizzlies. Dann die Atlanta Hawks, Trae Young, Len, Hürter, Bogdanovic. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, Carmelo Anthony, aber 19 Jahre, das geht natürlich nicht. Valentine, Van Vliet. Van Vliet für die Raptors auch. What a game, was ein Spieler. Ich feiere den Typen. Richtig, richtig krass. Daniel Theis, sehen wir es auch bei den Atlanta Hawks. Ja, so kriegen wir dann doch einen guten Überblick. Dann haben wir bei den Heat Adams, Vince Hunter, Dragic, Richardson, Olenek, Johnson. Aber auch hier kein Superstars. Können wir jetzt mal gucken. Jazz, Mitchell, Gobert, Kemba Walker. Die haben natürlich jetzt auch ordentliches... Oh Gott, die Niederlage von den Jazz. Wie bitter war diese Niederlage gegen Golden State. Ey. Oh Mann, sie hatten sie echt am Rande der Niederlage. Und es hat nicht gereicht. Jimmy Butler bei den Kings. Ich glaube, das würden sie sofort unterschreiben. Jimmy Butler auch eine richtig kranke Nacht gehabt. Dann gucken wir mal in New York Knicks. Aber die ganzen Stars. LeBron James, Los Angeles Lakers. Das ist klar, 35 Jahre alt. Mal schauen, wie lange der überhaupt noch macht. Die haben sich die Andre Jordan geschnappt. Brandon Ingram, Kyle Kuzma. Dann können wir mal noch zu... Wer ist denn noch interessant? Die Mavs haben sich Cousins gejabert. Doncic, Dennis Smith Jr., Barnes, Mirotic. Mirotic, kranke erste Opening Night mit den New Orleans... mit den Pelicans. Seit Ewigkeiten mal wieder, dass ein Duo 30-10 droppt. Anthony Davis und Mirotic. 30-10. Kranke Nacht. Richtig kranke Nacht. Also das ist auf jeden Fall auch ein ordentliches Team. Und wer ist noch interessant? Gucken wir mal. Ah, Pelicans. Können wir mal reinschauen. Ah, die haben jetzt Whiteside. Da möchtest du natürlich auch nicht unbedingt haben. Anthony Davis und Whiteside in Kombination unterm Korb. Die Detroit Pistons. Toronto. Die haben echt ein gutes Team. Ich glaube, wir haben die alle unterschätzt. Ich glaube... Warten wir mal ab. Gucken wir mal noch ein paar Spiele an. Aber... Ach so, Golden State wollte ich noch gucken. Bucks. Also es gab jetzt, glaube ich, keinen Sensationstrade oder sonst irgendwas. Es sieht alles noch relativ normal aus. Jetzt wollen wir auch Golden State. Gucken wir. Und dann werden wir in dieser Folge zocken. Weil ich jetzt auch einfach mal erstmal zocken möchte mit den Jungs. Steph ist klar, Clay ist auch klar, Draymond, Bell, Evans. Wo ist denn Durant nochmal? Da sieht man, ich habe jetzt einfach auch relativ lange Pause gehabt, da habe ich selber gar nicht mehr so den Plan. Wo ist KD? Ja, der ist jetzt hier natürlich nach wie vor im Golden State Jersey. Der spielt bei den Pacers. Okay. Ja, so hätten wir natürlich auch durchgucken können. Aber da sehen wir schon, also die ganz, ganz krassen Superstars. Da hat sich nichts verändert. Nee. Okay. Ich würde sagen, wir zocken einfach mal eine Runde. Weil, ja, Opening Night mit unserem neuen Team gegen die Charlotte Hornets. Kann man, glaube ich, mal machen. Gehen wir einfach entspannt rein. Erstmal eine Pressekonferenz. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Personal? Von ganz oben bis ganz unten. Sehr zufrieden natürlich.
Und ihr kennt das ja, ein bisschen spielen, ein bisschen simulieren. Einfach so ganz entspannt, wie wir das sonst auch machen. Gucken, dass wir mit unserem neuen Team einigermaßen reinkommen. Und jetzt in dieser Saison werden wir auf jeden Fall mehr spielen. Also mein Plan ist so, dass wir mit den Bulls noch bis Weihnachten durchziehen. So bis Weihnachten und dann vielleicht kurz vor Weihnachten als Christmas Surprise oder kurz nach Weihnachten einfach noch, wenn die Feiertage ein bisschen am Start sind, dass wir dann mit einer neuen Franchise beginnen. Aber das schauen wir einfach ganz entspannt und spontan, wie wir das Ganze regeln. Jetzt auf jeden Fall will ich erstmal mit meinem neuen Team ein bisschen zocken, ein bisschen reinkommen, ein Gefühl dafür bekommen, was die Jungs überhaupt drauf haben. And opening night, tip off. Robinson. Our defense. We'll see the Charlotte Hornets defending home turf in the Eastern Conference. Und er ist out of bounds. Erstmal verdribbelt. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie mit D'Angelo gar nicht klarkommen. Da bin ich jetzt selber auch mal sehr gespannt. They were the better team last year by overall record. This was a competitive matchup for them. Shot clock at 6. Down low. Oh, ich hätte den vielleicht locken müssen, ne? And D'Angelo Russell picks up the foul. Okay. Ich habe eigentlich mich nur in den Weg gestellt und mehr gar nicht gemacht. Egal, macht nichts. Waterman. Ja, ist auch ein geiler Name. It's Robinson high post over Carter. Und das ist eine gute Defense und das ist der Rebound bei Devin Booker. Wir gehen rein in den Post. Ah, da war ja eigentlich schon frei. Ich lasse mal den Block stellen. Und da ist der erste Green Light. Devin Booker hat einen extrem geilen Abzug, muss man sagen. Also mit dem komme ich auch in mein Team sehr, sehr gut klar. Ich habe bessere Spieler auf der Position. Aber er ist einfach vom Abzug her so angenehm. Oh, da hätte ich... Oh, da ist die Defense. Oh, da ist die Defense. Und da ist Collins. Und da ist das erste Foul. Dumbuya. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, mit welcher Franchise spielt ihr gerade und wie sieht eure Starting Five aus. Das habe ich mir für die Folge einfach mal überlegt, weil mich das dann doch mal interessiert, welche Franchise ihr jetzt in mein GM daddelt. Oh, schöner. Ah, das kann ich dann nicht mehr verteidigen, da bin ich zu weit weg. Make him an ideal finisher inside. Very efficient because he's not only a strong finisher, but also enjoys attacking the rim. And does a great job, I think, of picking up. Oh, die nächsten Punkte. Ansonsten, weil ich jetzt gerade den Court von den Hornets sehe. Björn und ich, wir haben ja wieder einen Podcast gedroppt. Das fünfte Viertel findet ihr bei. Und der war stark. Der war stark. Findet ihr bei Spotify und iTunes. Und wir haben auch über den Hornets Court gequatscht. Den, ja, hört es euch einfach an. Also, hört es euch einfach an. And bam! Läuft. Unleash Chaos. In basketball executed to perfection. I don't think you get an argument there. Robinson, the defense, Devin Booker. And a tremendous unleash chaos replay coming in. Wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir ein bisschen, jetzt sind wir durcheinander. Now here is Robinson. Krass, sie haben relativ krasse Laufwege. Habe ich jetzt nicht gut verteidigt als Team. I think it is, Greg. Not probable, but like possible, like you said. Einmal der Crossover. Habe ich. Ja, der fällt nicht. Hätte ich vielleicht einfach reinziehen sollen, Hookshot aufposten, irgendwie sowas in der Richtung. Waterman und. Ach, der gehört doch uns. Ich habe gedacht, wir haben ihn angezippt.
He averaged about 19 points a game, 6 assists, and 3 rebounds. And he's been putting up points with regularity. I mean, that's what they depend on, his killer instinct on offense. Yeah, anytime this club needs a basket, he's their go-to guy. Ja, da habe ich eigentlich gedacht, vielleicht kommt er irgendwie rein und nimmt dann den Drive, aber es ist vorbeigekommen, wurde da relativ gut weggeblockt. Ey, also, und das Spiel, das ist mega. Wiseman mit den nächsten Punkten, Collins. Ich lasse mir dann. Und Foul. Bridges mit dem Foul. Oh, da habe ich ein bisschen zu spät losgelassen. Der ist perfekt. Passt. 5 Punkte. Waterman. Der geht nicht, habe ich. Rebound. Devin Booker. Jabari Parker. Das hat nämlich ausgesehen, als wenn er einen Posterwise ansetzt, aber ob Parker da jetzt so der Man ist, müsste ich mal gucken bei den Plaketten, ne? Ob er da irgendwie was am Start. Oh shit, aufgepasst! Mann, fast. Hatte Bayon. Hätte man schon stehlen können. Da habe ich wieder komplett gepennt. And Chris, talking about the Bulls dynasty, some people feel it was the greatest of all time. That's a tough question. You got Russell, Celtics, Duncan. Haha, oh, was gefaked. Abeinander. Waterman. So, jetzt vielleicht auch mal eine gute Defense, nicht nur in der Offense. Wir rocken nur in der Offense, aber in der Defense sind wir irgendwie noch ein bisschen am Schlafen. Ja, wir spielen eine Possession noch und dann. Ja, das war jetzt ein bisschen zu wild. Kriegen wir noch. Kriegen wir nicht. Okay. Macht nix. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie es läuft. Es läuft ziemlich gut. Es läuft ziemlich sehr gut. Devin Booker mit 12. Collins mit 12. D'Angelo mit 11. Parker mit 10. Wendell Carter Jr. mit 10. Also wenn du zu so einem Zeitpunkt schon 5 Leute mit 10 hast, das ist sehr, sehr krass. Wiseman, Quarterman, Robinson, Dumbuya, Seller. Oh, was hat der jetzt? Hat er jetzt nicht simuliert? Ja, okay, da muss ich euch nicht mit reinnehmen. Das wird ein krasser Blowout. 3 Leute über 20. Devin Booker, Collins mit 20, Portis mit 20, Wendell Carter Jr. mit 17, auch ein Double-Double. Also das ist eine überragende Leistung vom Team. Wow. Okay, also so kann es gerne weitergehen. So einen starken Sieg haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Seasons nicht einmal gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gut. Kalender, wie haben wir denn unser Training eigentlich angesetzt? Jetzt ein Training? Nee. Wir machen jetzt eine Ruhepause. Dann hier mache ich ein Training. Ah, dann mache ich sogar 2-mal ein Training. Ey, krass, gerade eben konnte ich doch einfach mit Viereck. Habe ich jetzt, glaube ich, hier einfach ein Training reingesetzt. Aber jetzt geht das hier nicht. Okay. Ja, wir schauen mal, was bei hier. Was gegen die Bugs geht. Das sieht auch. Oh, das ist okay am Ende doch wesentlich knapper, weil wir dann im
vierten ein bisschen eingebrochen sind. Aber wieder drei Leute über 20. Das ist... Wir schauen mal ein bisschen auf die Stats. Wendell Carter Jr. 3 von 5. Jabari Parker 0 von 4. D'Angelo 4 von 12. Collins hat sich anscheinend verletzt. Das ist nicht schön. Aber es ist bloß eine kleine Verletzung. Nee, dafür haben wir zu viele gute Leute auf der Position. Als dass ich da... Dann kommt Portis rein und spielt einfach mehr Minuten. Collins kommt von draußen, kann sich ein klein wenig entspannen. Wen habe ich denn als Shooting Guard? Habe ich überhaupt gar keinen drin, oder? Ja, aber Terrence Ross geht auch gerade eben von der Wertung nach oben. Oh, genau, ich wollte ja mal gucken, Jabari Parker, was der für Plaketten hat. Dass wir unsere Spieler auch mal so ein bisschen besser kennenlernen. Oh, hat er sogar auf Silber Posterize. Also, da kann man dann schon mal probieren. Er reagiert am besten auf liebevolle Strenge. Können wir mal bei Booker. Was hat der für Plaketten? Der müsste ja auf jeden Fall Catch and Shoot und solche Sachen mit drin haben. Unermüdlicher Scorer, Eckenspezialist. Catch and Shoot. Sharpshooter. Reagiert auch am besten auf liebevolle Strenge. Boah, unsere Teamchemie ist bei 37. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Das können wir so... Wir sind das gerade eben eingestellt. Teamchemie 100. Ah ja, aber dann gehen wir halt auch voll auf taktisch. Dass wir da auch... Probiere ich jetzt einfach mal so, weil 37% ist natürlich schon sehr verheerend. Also eine absolute Katastrophe. Okay. Gegen die Knicks können wir auf jeden Fall auch noch gucken. Ne? Mal schauen, ob da... So ein kleiner Winning Streak wäre jetzt zum Start natürlich gleich eine feine Sache. Oh, verdammt. Das ist... Da müssen wir jetzt rein. Weil jetzt schon 15 hinten. Wir haben 14-0 im zweiten. Das bedeutet, du musst... Du bist 6 Minuten ohne Korb-Erfolg. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Und die haben noch Freiwürfe. Oh man. Jungs, was macht ihr denn da? Also da können wir jetzt ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas dran rütteln können. Aber jetzt auch ohne komplett abzudrehen. Jetzt sind schon mal die ersten Punkte von Deloading. Jetzt brauchen wir aber auch echt ein paar mal eine krasse Defense, weil Porzingis ist natürlich jemand, der wahrscheinlich ziemlich eklig zu verteidigen ist. Und die nächsten Freiwürfe. Porzingis hat einfach auf volle Kanne reingezogen in die Zone. Hab ich. Getting a better understanding of the guys in this league that he's seeing on a nightly basis. And of course we'll always talk about trying to gain. Oh, ich hab gedacht, dass Portis reinzieht. Parker passes to Portis. Six to shoot. Das war ja eigentlich der perfekte Laufweg. Aber okay. Taylor. Und alleine, wenn du schon siehst, wie sie spielen. Porzingis top of the key. Steht draußen, ne? Ja, das darf nicht passieren. Also so einer muss es gehören. Wenn das natürlich öfters passiert, dass wir können mal ganz kurz in die Analyse reingehen, was denn hier jetzt heute nicht passt. Ey, da brauche ich schon den Teamvergleich. Bankpunkte, Assists haben wir die Hälfte. Rebounds sind wir wesentlich stärker in der Offensive, allerdings nicht.
Turnover, 12 Stück. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Also 12 Turnover ist Wahnsinn. Habe ich. Like the defensive effort, they did a good job altering the mid-range shot and then making the shooter feel a bit uneasy. Russell, no good. Damn it. Ja, D'Angelo habe ich natürlich auch noch gar kein Feeling für seinen Wurf. Gotta be eating at him just a bit. Hardaway passes to Knox and it's good assisting on the play with Hardaway. Ah, verdammt. Knox has got 12 points in the game. So many different offenses that Tim Hardaway Jr. has played in. Der droppt. Gott sei Dank, war ein absolut geschenkter Dreier. Wir sind noch nicht weg vom Fenster, also wir brauchen jetzt einfach bloß mal einen Stop und im besten Fall irgendwie einen Dreier. Es ist halt, in meinen Augen ist es halt ein glasklarer Block, wenn er... Komm, wir simulieren jetzt nochmal ein Stück, weil Freiwürfe ist jetzt auch nicht so mega spannend. Oh ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Nice, so will ich das sehen. Also erste Folge, Season Opener, dann gleich 3 Spiele in Folge gewinnen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Carter against Robinson. Bullseye, Baby! Da kommt der Block und dann kommt der Dreier von Devin Booker. Und so läuft es hier. Und D'Angelo hat 27 Points mittlerweile am Start. Mitte drittes. Das ist eine gute Defense gegen Porzingis. Besser kannst du es... Guter Block. Also Porzingis ist auch in My Team einer der krassesten Spieler im Post. Ist ein absoluter Wahnsinn. Holt ihn euch, er kostet fast so gut wie überhaupt nichts mehr. Und ist alleine mit seinem Fadeaway. Was war das denn jetzt? Jabari Parker ist fast ausgefoult. Weil die in diesem einen Viertel, glaube ich, rumgefoult haben wie nochmal was. Habe ich. Und der fällt, obwohl der eng verteidigt ist. Gutes Ding. Dunn ist drin. Und da ist der Block. Starkes Teil. Wendell Carter. Bam! Wo ist Dunn? Ist am Start. Und splasht das Ding nach Hause. Adebayo, Defense unterm Korb. Warum steht Porzingis da frei? Und das ist Defense. Defense. Wendell Carter. Okay, Adebayo da draußen ist. Komm raus. Ich brauche dich als Blocksteller. Okay, das... Jetzt ist mies. Play ist broken. Play war komplett broken. Ja, die Defense, die war notwendig. Komm, wir simulieren noch mal ein kleines Stück. Und jetzt... Boah, das ist echt ein enges Teil. Das ist ein enges Teil. Wir gehen noch mal rein in diese letzten paar Minuten, ne? Oder auch nicht. Oh, ich hasse diese Simcast-Bugs. Jetzt. Nein, warum spielt er denn nicht gleich zu Adebayo? Massenblock, Mann! Defense, ich hab ihn.
Wendell Carter, Jabari Parker, Jabari, macht ihn nicht, Rebound, raus, Portis, D'Angelo. Geht nicht. Egal. Parker ist noch am Start. Reddish ist frei. Macht ihn nicht rein. Pass kommt. Das war eine gute Defense von Kanter. Und der nächste Block ist am Start. Der nächste Block ist am Start. Der fällt nicht. Der nächste Block ist am Start. Maxi verteidigt diesen Sieg bis aufs Letzte. Come on. Portis, Wendell Carter, Jabari. Ist egal. Wir haben gewonnen. Defense. Defense, Defense, Defense. Ganz, ganz starkes Game. Hat mir echt Spaß gemacht. Devin Booker, 35. D'Angelo, 30. Come on. Backcourt Action ist am Start. Die beiden Jungs sind völlig am Ausrasten. Portis, dann Collins und Parker. Die sorgen für die nötige Stärke unterm Korb. Auch wenn Wendell Cut. Oh, Alter, Rebound-technisch haben wir richtig krass Gas gegeben. Stark. 3 Siege in Folge. So will ich das sehen und nicht anders. Teamchemie ist hoffentlich jetzt auch schon mal bei über 40% und nicht irgendwo bei 37%. Büro, wie sieht's aus? Wer ist verletzt? Verstauchter Zeh im rechten Fuß, 1 bis 2 Wochen. Ja. Er kann mit dieser Verletzung unmöglich spielen. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Wir werfen Bellinelli rein. Da ja, müssen wir. Egal, macht nichts, kriegen wir alles hin. 1 bis 2 Wochen, das ist gar kein Problem. Aber jeder, der schon mal was Verstauchtes hatte, besonders wenn das unten einfach die Zehen sind oder sowas, der weiß, es geht tatsächlich einfach nicht. Du kannst nicht richtig laufen. Wir haben 3 Siege in Folge. Geiles Opening. Und unser Backcourt ist voll am Eskalieren. Und Teamchemie ist mittlerweile bei 43%. Das war's wieder mit einer Folge von MyGM. Geil, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Max. Ciao.